Na, seid ihr gut ins neue Jahr gerutscht? Ja. Er zumindest, ich auch. Und damit herzlich willkommen zum besten Kanal auf YouTube. Feierabend! Womit beginnt man das neue Jahr? Richtig mal Leute kennenlernen. Und wen könnte man besser kennenlernen als seine Familie? Hier ein akkurates Foto seiner Familie. Das ist Familie Philipp. Ist sie nicht schön? Ich habe mich extra schick gemacht auf dem Bild. Von deiner Familie kam ein Paket. Das stimmt. Damit, mit diesem Wunderwerk. Jetzt erklär weiter, weil jetzt weiß ich nicht. Aber ich habe zu Weihnachten von meiner Tante noch etwas bekommen. Ah. Und zwar spielen wir heute Shot or Not. Deine Familie guckt also Feierabend? Ja, ich habe aus Versehen denen mal eine Folge gezeigt. Du hast das nicht aus Versehen, du warst stolz darauf. Ey, ich würde sagen Shot or Not, da fangen wir aber erstmal mit Shot an. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Es ist eine saure Birne, Likör. Wow, ich nehme den auch. Saure Birne oder wie man auch manchmal gerne sagt, Birne sauer. Stößchen. Frau Philipp. Sie kleine, das aber. Das, ne? Mein Bauch wird warm. Das ist aber ein edler Tropfen, den Sie da vom Kaufland geholt haben. Der ist extra aus dem Dorf geholt. Das ist selbst gemacht. Bestimmt von irgendjemandem. Klar, selbst gemacht, mache ich auch immer. Dann mache ich ein CE-Siegel drauf, 0,2 Liter. Mache ich auch einfach ein richtig schönes Etikett. Ist von Etsy, hallo. Naja, ich bin ja mal gespannt. Shot or not, da würde ich aber sagen. Öffnen wir. Aber man zieht einfach einen Glückskeks ja, und dann... Ja, du musst den halt essen, beziehungsweise halt nee, öffnen. Man muss ihn öffnen. Fängst du an? Ja. Wähle einen Mitspieler für die Flachwitze-Challenge aus. Wer zuerst lacht, muss einen Shot trinken. Nee. Ich habe doch keine Flachwitze auf Lager. Das stimmt doch gar nicht, ich kenne dich doch. Jetzt mach einen. Fang an. Du! Nein, du fängst. Oh Gott, ich kenne keine Flachwitze, das ist das Problem! Ja! Warte, wir haben doch eine Redaktion, oder? Hey, ich suche mal Flachwitze raus. Ich suche welche raus und wer von euch zuerst lacht, der ist raus. Philipp? Ja. Hast du ein Bart genommen? Warum? Nein. Fehlt eins? Ich kann nicht lachen darüber, das tut mir leid. Ich verstehe den mit dem Bart nicht. Hast du den Bart genommen? Wieso? Fehlt eins? Ob du es genommen hast? Jetzt muss ich den Flachwitz erklären! Ich trinke den freiwillig, leck mich. Das hat überhaupt gar keinen Sinn hier. Das war schon toll. Das war wirklich ein großer Spaß. Ja, also. Alle Hundebesitzer müssen Schnaps trinken. Yep. Ich habe aber gar keinen. Leck mich. Schmecken die Kekse? Ja. War gelogen. Wie war eigentlich dein Silvester? Ey, ich hab gehofft, dass du mich das fragst. Das war super, war sehr entspannt. Ich habe mit meiner Familie gefeiert, war schön. Und? Ende. Was hast du bekommen? Zu Silvester? Ja. Kater. Mein Silvester war gut, das hat Spaß gemacht. Ich habe in Berlin gefeiert, war schön. Das ist auf Englisch. Everything happens for a Riesling. Trinke ein Glas Wein. Oh, geht irgendwie. Magst du Wein gerne? Nö. Ah, Hassa, schönes Spiel, Familie Philipp, schönes Spiel. Oh, den hat Paul ausgesucht. Jetzt wird das Video endlich spaßig. Weiter. Komm rein hier. Erzähl mal eine schöne Geschichte. Ich war beim Feierabenddreh dabei und musste ganz viel Wein trinken. Falls ihr euch übrigens überlegt habt, also ja cool, dass hier Familie Philipp uns das geschenkt hat. Aber damit ihr auch ein bisschen was erfahrt, habe ich für euch quasi die Biografie von Frau Philipp rausgeschrieben. Und die werde ich euch jetzt mal mitteilen. Wir werden die auch passend bebildern. Leider haben wir all unser Geld für das Kino-Event rausgehauen. Deswegen haben wir aber, wir haben hier keine Kosten und Mühen gescheut und eine Stock-Footage-Plattform da quasi abonniert. Jetzt bin ich gespannt. Ich kenne meine eigene Mutter gar nicht. Erzähl mal. Was bist du für ein Sohn? Frau Philipp, 1912 geboren. Ursprünglich kam sie aus Rostock, hat dann aber in ihrer ersten Lebenszeit sehr, sehr, sehr lange in Potsdam gelebt und hat dort Tiermedizin studiert. Sehr erfolgreich, wie du weißt. Ja. Und hat da vor allem ihre Leidenschaft entwickelt für... Ponys. Und Kastanienmännchen. So kleine, süße Kastanienmännchen. Diese Kastanienmännchen hat sie nach und nach aufgezogen und ihr erstes Kastanienmännchen hieß, und so schließt sich schon ein bisschen der Kreis, Philipp. Richtig. Du kennst deine Mutter ja doch. Ja doch. Und irgendwann dachte sie, dieses kleine Kastanienmännchen, ich kann es nicht pflegen und nicht hegen, es läuft nicht, es geht nicht. Und dann dachte sie sich irgendwann, ich brauche einen richtigen... Jungen. Ich brauche zumindest etwas, was... Lebt, atmet.
Genau. Und dann hat sie sich natürlich einen Mann gesucht. Herr Philipp kam ursprünglich aus den Tiefen von Bottrop-Kirchhellen. Da hat er ursprünglich eine Currywurstbude eröffnet gehabt. Die ging allerdings in Flammen auf, hat sich deswegen versucht, mit der Kokainmafia relativ gut zu stellen. Hat nicht geklappt, hat dann aber Frau Philipp kennengelernt und dann haben sie Philipp gemacht. So ist grundsätzlich Philipp entstanden. Philipp, 1981 geboren, man sieht es ganz gut, ist ein wenig hängen geblieben. Der ist quasi so dieser Benjamin Button, aber irgendwie vorwärts und dann doch wieder zweimal rückwärts. Deswegen sieht er noch aus, wie er aussieht. Philipp hat 2012 an der Hochschule in Berlin Leben studiert. So. Und das Leben kann hart sein. Prostchen darauf. Hast du ausgetrunken schon? Ja. Oh, cool. Ich hab's extra schon weggestellt. Sass. Also ich würde nochmal suchen. da spiele. Soll ich jetzt nochmal hingehen oder das holen? Nein, 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 nein. Komm hierher, du. Das war gut. Nee. Weiter geht die wilde Lust. Ich möchte allerbestes sein, wie Frau Philipp von mir war. Alle Mitspieler, deren Vorname mit P anfangen, müssen das glaube ich dir nicht. Müssen einen Shot trinken. Nee, zeig mal her, du. Ich zeig den Vorwahltrick. Ja, da stand drin. Igitt. Zwei Mitspieler machen dir Komplimente. Der schlechtere trinkt ein Glas Sekt. Ja, Malte. Redaktion. Der meine ist kein Mitspieler. Redaktion. Wir beide sind Mitspieler. Hä, hey, machen wir doch keinen. Wir beide sind Mitspieler. Mach dir ein Kompliment. Also, Philipp. Ich finde ja deine Augen wunderschön blau. Das erinnert mich immer an den Himmel und an Hölle. Weil manchmal sind die auch ziemlich rot, wenn du zu viel zockst. Ich fand das super. Was hast du zu bieten? Ich mag dich nicht. Weiter geht's. Ich muss sagen, ich finde das ganz cool, dass uns was geschenkt wurde zum Saufen. Ich bin aber, also es ist, mir fehlen noch so richtige... Oh Gottes Willen. Nenn die beste Eigenschaften jeden Mitspielers oder trinke mit jedem einen Shot. Griechischer Wein. Du hast eine gute Eigenschaft. Die wäre? Habe ich vergessen. Ja, das... Ich hatte saure Pflaume. Das ist scheiße. Ich hab scheiße. So, mach mal ein bisschen Stimmung, wa? Das muss ja auch ein lustiges Video werden hier. Alle Hundebesitzer müssen einen Schnaps trinken. Oh Mann, den hatten wir ja schon. Tante Philipp, komm ran. Ist deine Tante heiß? Ich frage ja nur, weil ich kenne die ja gar nicht. Warte, warte. Dann muss ich noch... Ich will ist antworten. Ja weniger... Nee, 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 das ist weniger. Was denn? Da ist ein Stück Keks drin. Was denn jetzt? Jetzt sag was oder ich date deine Mutter. Hallo, Mutti. Ja, Entschuldigung, nein. Was denn jetzt? Eigentlich wollte ich nichts. Ach so, na dann Prost. Tauschen wir? Du kriegst einen Tag frei, wenn wir tauschen. Dafür arbeite ich hier viel zu gerne. Hä? Dafür trinkst du einen. Ja. Für diese Schleimer-Scheiße. Jesus sagte, breche das Kreuz! Alle Kurzhaarigen müssen einen Shot trinken. Was ist das für eine Scheiße? Ich hab geredet. Wie, kann man das nochmal machen? Ich will auch mal. Geht nicht. Viele Leute schreiben, ich bin nervig. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Fang! Das ist schon gut, dass du eine Brille trägst, ne? Weil spätestens jetzt hättest du eine gebraucht. Das ging ja voll ins Auge. Jetzt ist es soweit. Das ist der große Ahoi-Sause! Moment! Orange! Heute ist die große Orange-Party, denn wir trinken jetzt eine Birne mit Apfel. Ist das mit Orange? Oh Junge, der Alkohol wirkt. Ich glaube, da geht nicht mehr. Gottes Willen. So, gut, dann den Rest hier rein. Einfach besser. Weil der war verstopft. Ihr spielt nun Stadt, Land, Fluss. Ach, unser ja. Buchstabe ist das L. Wen nichts einfällt, der trinkt einen Shot. Stadt, Luxemburg. Luckenwalde. Land, Luxemburg. Fluss. Hä? Luckenwalde. Du musst trinken.
Quizfrage. Welches Bundesland hat die wenigsten Einwohner? Weißt du es nicht, musst du einen Shot trinken, Saarland. Logenwalde. So. Also es wäre cool, wenn hier auch die Antwort drauf wäre, aber Saarland ist richtig, deswegen hier. Ist das so? Es ist auf jeden Fall richtiger als Luckenwalde. Hä, wieso? Sag mal Bundesland. Ich habe wegen Geo das hier. Ich weiß nicht, ob das wirklich was mit Geo zu tun hat. Also ich, also es ist, nee. Warte mal, wenn er gerade so lustig ist, kann ich ja mal gucken, ob ich einen Flachwitz finde. Ja, Mama! Also, treffen sich zwei Kerzen, sagt die eine zur anderen. Gehen wir heute aus? Wahrscheinlich. Treffen sich zwei Magnete, sagt der eine. Was soll ich heute bloß anziehen? Das ist so ein Mathematiker-Witz. Nenne die besten Eigenschaften eines jeden Mitspielers. Oder trink einen Shot. Du hast einen Knackarsch. Stimmt nicht, ist gelogen. Hier, komm her. Ich bin free. Was ist bei mir? Nee, sag wenigstens. Ich sag auch, war gelogen. Du nervst. Ey, das war wahr. Sarah. Er fängt wieder an, mich zu nerven. Ach, Junge. Mach doch jetzt weiter. Nee, ich überbrück das nicht. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Such dir ein Wort aus, welches dein Mitstreiter reimen muss. Wenn er es nicht schafft, trinkt er drei Shots. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich. Also ich sag das Wort und du fängst an. Ja. Sport. Mord. Sorte? Nee, okay. Nein! Ja, nee, da habe ich jetzt verloren. Ja, das habe ich mir gedacht. Komm hier. Nicht ein Wein. Wir haben nichts mehr. So, was siehst du die da vorne? Ach so, du meinst drei. Mhm. Ich sehe da was. Ich hab. Du weißt nicht, wie das geht. Geh wieder zurück. Alles gut. Ich hab mir was überlegt. Statt drei? Ja. Ja gut, dachte ich mir. Hallo. Hier kommt der Triple Shot. Das ist einer der schönsten Aber Momente wo ist auf die Maske? Actually könntest du einen Ahoi-Shot daraus machen. Ja, das meine ich damit. In das macht besser. Also drei davon jetzt. Nein, Gottes Judas, Ben-Hur! Nein, einen. Einer ist drei. Okay. Drei davon. Soll ich den anzünden noch? Nee, bitte nicht. Philipp, sei mal glücklich kurz. Sei mal glücklich. Freu dich mal. Ich bin so glücklich. Ahoi, Sause. Reicht das? Ja. Das ist gerade egal. Du darfst nicht dran riechen. Du Vollidiot, was will ich jetzt sagen? Ich hab's schon gemacht. Weißt du, wofür die 80 steht? 80%. Korrekt, oh. Können wir vielleicht mehr reinmachen? Zitrone? Ja, bitte. Mach. Ich fühle mich so schlecht. Ich bin ja, also nicht im Sinne von, mir geht schlecht, sondern ich vertrag nichts. Ja, warte, bevor du ihn trinkst, sag mal in den Kommentaren, was die sagen, dass du nervst. Sag dir mal was. Ihr seid selber nervig. Na, das hast du denen jetzt aber auch gegeben. Ich hätte gegeben, verpisst euch! So. Wie viel Ahoi-Brause kam... Wie viel Ahoi-Brause kam da durch? Gar nichts. Magst du 80%igen Alkohol? Niemand mag das. Wir haben noch fünf... Ich habe da mal eine technische Frage. Sieht man das? Ich sehe nichts. Warte, ich mache jetzt die Kamera. Das ist doch schön. Wie findest du denn das? Achso, deswegen hat das nicht so nach einer Heubrause geschmeckt. Nee. Ja? Entschuldigung. Oh. Ich habe Upsi gebaut. Okay. Der Jüngste trinkt einen Shot. Ach, halt doch dem Fresse. Ich bin am Ziehen. Damit man das auch mal für die Kamera sieht, wie das da aussieht, ne? Nee, komm, das kann ich nicht machen. Da steht der Älteste. Ich bin nicht so. Da steht wirklich der Älteste. Du dummer Huren. Ich hab doch gerade... Ja, aber erst nachdem du gesehen hast, wie ich leide. So ein Chef ist das nämlich. Alle Brillenträger. Wirklich? Nee, das finde ich so schön. Na, hier, bitteschön. Was hat sich meine Tante dabei gedacht? Alle Schüler müssen einen Shot trinken. Ich hab's im Kindergarten abgebrochen. Kannst du mich mal. Na gut, ich hol mir einen Shot. Gehen wir gleich noch in den Club? Let the party make the drop. Anscheinend nicht.
Nenn nacheinander verschiedene Hauptstädte, wem nichts einfällt. Oh, das ist lustig! Herzlich willkommen zur großen Wer wird Millionär Feierabend-Edition! Es geht nicht um 1 Million Tickentacken, sondern um diesen Shot. Und die Frage ist, nenne Hauptstädte abwechselnd. Fang an. New York. Das ist eine Hauptstadt. Washington. Hau dir selber eine rein. Danke. Ich gebe dir die Chance. Möchtest du den trinken oder möchtest du noch eine Runde spielen? Paris. Okay, also ja. Berlin. Washington. Okay, weißt du was? Nenn eine. Du wirst eh verlieren, das spielt gar keine Rolle. Paris. London. Oslo. Wirklich? Wirklich? Ja, welche haben denn jetzt gezählt? Das ist doch egal. Alle schon? Italien. Italien. Und was davon? 160 und da Länder übrig. Ist da, wo steht das Kolosseum? Rom. Na, das ist ja Timmy Tommy gewesen, da. Ja, jetzt stehst du doof da, wa? Peking. Ente. Kabul. Kabul? Ja, du, ne? Griechenland? Weiß ich nicht. Da steht die Akropolis. Afrika! Ja, Afrika, genau. Die Hauptstadt von Griechenland ist Afrika. Das ist richtig. So, weiter geht's. Part 2 kommt. Wir drehen die neue. Wenigstens kann ich nur lesen. Spiele mit einem Mitspieler deiner Wahl Wahrheit oder Pflicht. Oder trinke zwei... Hä, was ist das für eine dumme... Ja, Wahrheit oder Pflicht. Oder ein Shot. So sieht's ja aus. Du trinkst einen Shot. Sag mal, bist du eigentlich noch auf der Höhe? Geht das noch? Na sicher. Ihr dürft das Wort die nicht mehr verwenden. Wer es benutzt, muss einen Shot trinken. Also machen... Können wir... Jetzt weiter. Also, was darfst du nicht sagen? Kann ich mir am Arsch legen. Mach ein Gruppenbild und poste es auf Instagram mit dem Hashtag Glück... Nee, die kriegen keine Werbung von uns, die Wichsköpfe. Glückskeks Shot 100. Ja, wir posten das nicht. Ach, egal. Du hast ein Problem. Auf Schall! Ihr spielt nun Stadt, Land, Fluss. Euer Buchstabe ist M. Pass auf, wir spielen das jetzt anders. Wir spielen jetzt nicht auf Speed. Eine Stadt mit M. Magdeburg! Hätte ich nicht gut verstanden. Bayern gesagt. Richtig, Bayern. Nein, Bayern ist komplett richtig. Denn Bayern schreibt man normal. Das ist nämlich immer der Dialekt. Weil ja, die Leute denken, ja. Na, warte, die Leute denken Bayern mit B, aber man schreibt das einfach mit M. Ein Land mit M. Philipp als Pferdefreund. Richtig, Philipp als Pferdefreund. Ein Land mit M. Da denken die, das heißt mit P. Fängt aber gar nicht mit P an. Mexiko. Richtig, so heißt nämlich der Fluss Mexiko. Ich hätte in Geo aufpassen müssen. Das hat mir sehr gefallen. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin besoffen. Das stimmt. Abonniert den Kanal, folgt uns auf was auch immer. Und damit Dankeschön fürs Zusehen. Philipp ist raus. Oh, Junge.